Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vater, Mutter, Kinder. Die Mutter schmeißt den Haushalt, erzieht die Kinder. Der Vater geht in die Arbeit, bringt das Geld heim. Das ist das typische Rollenverständnis des 19. Jahrhunderts. Meine Herren, meine Damen, da hat sich viel geändert. Und Herr Reichert, wenn Sie die Statistik lesen, lesen Sie auch, dass sich die Geburtenrate seit den letzten Jahren gestiegen ist. Natürlich hat sich viel geändert, aber das liegt bestimmt nicht an Ihrem Schreien. Im Jahr 1950 zum Beispiel wurden 750 Ehen geschlossen. 2016 waren es 400.000 Ehen, obwohl die Bevölkerungszahl gewachsen ist. Wir sehen, dass die Familienformen sich geändert haben, maßgeblich verändert haben, dass es immer mehr Alleinerziehende gibt, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen steigt, dass Kinder häufiger in die Kita und in den Kindergarten gehen. Und aus der Alleinverdienerfamilie der 60er Jahren wird immer häufiger eine Familie mit zwei Einkommen. Die heutige Realität der Erwerbsmodelle hat sich geändert. Wenn wir uns die anschauen, was ja auch der Bericht zeigt, zeigt, dass 40% der Eltern sich entscheiden für Vollzeit und in Teilzeit. Ein Viertel davon der Eltern arbeiten beide Eltern in Vollzeit. Und auch das Alleinverdienermodell entscheiden sich auch ein Viertel davon. In der Diskussion wird Letzteres oft belächelt und als rückständig bezeichnet. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Erwerbsmodelle ihre Daseinsberechtigung haben. Erwähnen möchte ich auch, es gehört auch dazu, dass knapp 10% der Familien beide Elternteile in Teilzeit sind. All diese vielfältigen Erwerbsformen hat der Staat nicht von sich aus initiiert. Sie entstanden durch ökonomische Realitäten zum anderen, aber zum einen auch durch den individuellen Wunsch der Frauen und Männer nach Erwerbstätigkeit und nach mehr Familie. Mütter und Väter wollen heute beides. Sie wollen Familie und Beruf und Kind und Karriere. Sie wollen für ihre Familie da sein und im Beruf weiterkommen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, mit der Geburt eines Kindes macht man sich in der Familie Gedanken. Gedanken, wer geht in die Arbeit, wer erzieht die Kinder, wer darf zu Hause bleiben. Und da denke ich, haben wir mit dem Familiengeld Plus eine gute Lösung geliefert, die dort unterstützt. Meine Damen und Herren, und eins ist auch noch wichtig. Bei der Frage, wer zu Hause bleibt und wer die Kinder erzieht, das ist eine höchst private und individuelle Entscheidung der Eltern. Und da ist es wichtig, dass sich Staat, Politik und Ideologien raushalten. Staat und Politik können aber eines. Sie können die Rahmenbedingungen setzen, dass die Familien, die Eltern die freie Wahl haben. Die freie Wahl, wer geht in die Arbeit, wer bleibt zu Hause oder teilen wir uns das. Und das sind gute Voraussetzungen. Nicht umsonst sind auch fast 4 von 5 Empfängerinnen und Empfängern Fans dieser Leistung. Und mit der Reform vor 3 Jahren haben wir es geschafft, dass Lebensentwürfe, Lebenswirklichkeit und die Gesetzeslage in Einklang gebracht wurden. Die eben aufgezeigte Vielfalt der heutigen Erwerbsmodelle und die positive Rückmeldung der Umfrage zeigt, dass die Menschen mittlerweile eine echte Wahlfreiheit haben und nicht auf das traditionelle Rollenverständnis des 19. Jahrhunderts zurückgreifen müssen. Das Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus wirken. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden deutlich erhöht. Auch das bestätigt der Bericht. Natürlich gibt es immer wieder Raum zur Verbesserung. Deshalb ruhen wir uns nicht aus auf diesen Erfolg. Wir werden das Kindergeld pro Kind um 25 Euro pro Monat erhöhen. Wir werden den Kinderzuschlag erhöhen, um einkommensschwache Familien zu erlasten. Wir werden Länder und Kommunen mit mehreren Milliarden Euro weiter beim Ausbau des Angebotes und der Steigerung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützen. Und wir werden einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter einführen.
Meine Damen und Herren, ja, es gilt, Deutschland familienfreundlicher zu machen, kinderfreundlicher zu machen. Wir haben uns viel vorgenommen, zusammen mit der SPD. Jetzt müssen uns nur noch die SPD-Mitglieder lassen. Ich bin mir sicher, da bin ich positiv gestimmt. Ich bin mir sicher, dass wir dann mit diesen Maßnahmen die Wahlfreiheit für Eltern noch größer machen werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter stärken. Ich freue mich drauf und freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke sehr. Damit schließe ich.